Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ja, eine neue Aufnahmestaffel, um genau zu sein. Und Alter, schaut euch das mal an. Dieses Gebiet sieht einfach unglaublich schön aus. Und ja, wir wollen hier uns auch direkt mal umschauen. Wir wollen jetzt nicht direkt die Party des Jahrhunderts machen und der Story weiterfolgen, denn ich möchte erstmal so ein kleines Gefühl für die Umgebung bekommen. Und wir zoomen mal ganz kurz hier rein. Und wir sehen hier auch direkt rechts ist eine Höhle und hier oben ist ein Kryptaeingang. Und ich würde wirklich gerne mal zu diesem Kryptaeingang gehen. Deswegen, warte mal, ich markiere den mal ganz kurz auf der Karte. Und ich würde mal einfach wirklich gerne gucken, was das ist. Wir haben hier in diesem Gebiet, man sieht es links an der Seite, da steht gar kein Kryptaeingang dran. Herausforderung, doch, Kryptschätze, zwei Stück. Das ist halt schon was Neues, was jetzt quasi eingeführt wurde. Ich würde mich halt hier gerne mal umschauen. Wir sehen ja auch Dokumente und alles jetzt durch Wände hindurch, wenn wir diese Sicht hier anmachen, was sehr, sehr, sehr hilfreich sein wird, denke ich mal. Die Krypta ist aber da oben. Ich möchte auch mal in die Richtung gehen und ich denke mal, ja, ich denke mal, wir bekommen hier noch ein paar Gegenstände, sobald wir die Bomben haben, die wir, oh, was ist das denn? Monolith entdeckt, achso. Sobald wir die Bomben haben, werde ich aber auch mal zurück in alte Gebiete gehen. Ah, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Ja, Mensch. Münzverstecke entdeckt. Wer hätte denn damit gerechnet? Okay, hier vorne links ist direkt was. Hier irgendwo. Wenn ich die Entwickler... Gucken wir mal, ob ich die Entwickler kenne. Ne. Ne, das sieht man tatsächlich kaum. Ich stehe aber quasi direkt drauf. Jetzt hier links von mir. Also hier irgendwo. Vielleicht hier? Das müsste ja auch eigentlich blinken. Ich weiß nicht. Gut, dann gucken wir mal eben, wo das Münzversteck ist. Was sind denn jetzt hier für Punkte hier, diese orangenen Kräuter und Federn? Ah, okay, das wird auch angezeigt. Gucken wir mal ganz kurz. Ah, okay, da ist das Münzversteck. Ja, da sieht man es auch ganz leicht. Nehmen wir das mal mit. Und es ist so ein schönes Gebiet. Gott, sieht das gut aus. Aber irgendwann werden wir auch mal wieder hier raus müssen. Oh, da kann man jagen. Da gibt es irgendwie Bären oder so. Aber ich will wirklich, wirklich, wirklich wissen, was diese Krypta ist. Ich hab... Alter, wie schön das aussieht. Da muss man dran ballern anscheinend. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Wo ist die Krypta? Da so. Okay, warte mal. Jumpen wir mal hier rüber. Zack. Können wir da hoch? Kommen wir da hoch? Komm, Lara. Komm. Ja, sehr schön. Und wechselst du mal wieder auf unseren kranken Bogen. Hüppa. War da was? Ah, hier ist irgendwo ein Herausforderungsgrab auch noch. Aber ich möchte wirklich, 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 wirklich zur Krypta. Die ja direkt da oben am Wasserfall zu sein scheint. Komme ich da irgendwie hoch? Hier ist ein Grab irgendwo auch. Ja, sieht man ja schon. Anscheinend hier in der Höhle oder sowas wahrscheinlich. Machen wir gleich mal das Grab. Ich will jetzt ganz mal kurz gucken. Kommen wir da irgendwie von der anderen Seite aus vielleicht hin? Von da und dann darüber jumpen. Das sieht zumindest ein bisschen machbar aus. Aber ich weiß nicht, wie man... Gucken wir erstmal hier rein. Vielleicht finden wir ja irgendwie einen Weg oder sowas. Und wenn nicht, dann haben wir halt immer noch ein crankes Grab mal. Oh ja. Wahrscheinlich chillt hier unten wieder so ein Bär. Ja. Durchgezogen. Durchgezogen. Nochmal ein Giftpfeil reinballern. Durchgezogen. Durchgezogen. Und da ist er down. Das lief doch sehr gut, Alter. Können wir neue Giftpfeile herstellen? Ja. Das ist aber vielleicht auch mal sinnvoll, das Ganze zu tun. Okay, dann können wir dich mal eben häuten und kriegen bestimmt sehr nice Haut dabei. Also sehr geiles Leder. Das wir dann auch wieder verwenden, um irgendwas weiter zu verarbeiten. Also um irgendwas zu erstellen quasi. Da ist eine Wand. Und da ist auch schon das Grab mal. Das ist cool. Ja, einen Bären haben wir bekommen. Habe ich aber einen Bärenhunger. Okay. Da sind noch Pilze und Erz. Das nehmen wir natürlich beides mit, wenn es geht. Denn wir sind Messies. Genau. Komm schon. Leuchteerz. Ah. Und hier auch nochmal. Ah, nee. Jetzt haben wir schon genug. Alles klar, dann wollen wir uns doch mal direkt klimper, klimper, klimper das Ding hier ansehen. Ich packe den Controller mal wieder unter den Tisch, damit ihr das Klicken nicht hört. Vorbereitet bin ich. Hey, hey, dann mal ins nächste Grab schon. Eigentlich wollte ich den Kryptaschatz suchen, aber...
Tomb Raider schafft es, mich davon zu überzeugen, nicht da lang zu gehen. Okay, tauchen wir mal. Boah, richtig widerlich. Boah, wie schwimmt man aber schnell? Ein Atemgerät. Okay. Sterbe ich? Ja, gut, alles klar. Dann kriegen wir wohl noch ein Atemgerät. Da kommen wir nicht lang. Gut. Fehlende Ausrüstung. Wenn du das sagst. Das heißt, wir können auch unter Wasser später. Das ist geil, weil dann kommen wir auch an Relikte eventuell dran, die wir übersehen haben oder so. In anderen Gebieten. Ich denke gerade jetzt an dieses Grabmal, das wir komplett unter Wasser gesetzt haben. Hier sehe ich aber jetzt keinen Weg nach oben. Das da oben scheint die Levelgrenze tatsächlich zu sein. Und da ist dann irgendwie vielleicht hinter dem Wasserfall oder so. Kann man hier irgendwie tauchen oder was? Ja, hier schwimmt man relativ schnell. Das sieht aber wie eine Höhle aus da. Mal ein bisschen hier schneller schwimmen. Tauchsprung. Okay, wir sind aber auch schon unter Wasser, also. Okay, auch hier brauche ich ein Atemgerät. Hm. Gut. Der ursprüngliche Plan, erstmal der Story nicht zu folgen, ist somit verworfen. Anscheinend ist es so, dass wir erstmal im Gebiet so ein bisschen eine Story machen müssen, um dann halt tatsächlich das Gebiet mal vernünftig erkunden zu können. Deswegen würde ich einfach sagen, rennen wir dahin. Vor allen Dingen ist die Aufgabe ja auch, erkunde das Tal. Aber wie schön. Wie schön. Es gefällt mir hier. Ich mag das. Aber, ah, guck mal, da ist auch noch eine Hütte. Erkunden wir erstmal das Dorf. Wie wäre es denn damit? So. Hallo. Ich hab gesagt, dass sie kommen würden. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. Was ist das? Wenn sie helfen möchten, sollten sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Ich tue, was ich kann. Bevor wir hier fertig sind, gehen wir die Nägel aus. Wir können noch mehr aus den alten Hütten nehmen. Aus denen, die wir nicht mehr brauchen. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls sie deshalb hier sind. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ja, ich würde sagen, na klar. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Wir müssen also zwei Hirschfälle sammeln. Okay. Das soll ja durchaus machbar sein. Wo sind denn die Hirsche? Das sehen wir bestimmt dann auch noch auf der... Ne, da ist ja das Ding. Sehen wir das irgendwie auf der Map? Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr nee. Geben. Schick jemanden auf die Suche. Was, denn was genau? Ist das denn da? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Ah. Hm. Okay, kriegen wir da irgendwie eine Nummer? Treffen Sie alle Ziele mit einem Fall? Ach, 8 Stück, alles klar. Hier haben wir ja auch schon eins gesehen. Das ballern wir dann auch mal eben ab. Zack. Ich dachte mir schon, dass es irgendwie sowas ist, aber ich wollte es noch nicht abballern, falls es irgendwas auslöst. Aber anscheinend ist das jetzt nur wieder so eine Herausforderung. Die Herausforderung war ich am liebsten. Die gab es auch in Tomb Raider 1, also in dem Reboot. Nur, glaube ich. Gut. Da ist auch noch eins. Zack. Weggeschnitzelt. Und dann müssen wir einfach Hirschfälle sammeln, oder? Was geht da ab? Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht hin. Atemgerät und so. Gucken wir mal hier oben, ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben von diesen Teilen. Und dann gehen wir mal weiter die Hauptstory verfolgen. Keine Hühner töten in Videospielen, hat man auch schon gelernt. Das sind die schlimmsten Gegner. Da ist auch noch eins, ich wusste es. Zack. Einfach weggeschnitzelt. Aha. Da ebenfalls, zack. Vorsichtig damit. So, fehlen noch 3. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Gut, gehen wir mal eben ans Lagerfeuer und verteilen den, wenn wir schon mal hier stehen, direkt daneben. Hast du was zu sagen? Sieht nicht danach aus. Sehr schön, dann wollen wir mal gucken. Wir haben so viel geilen neuen Kram. Da haben wir schon alles, was wir machen können. Intuitiv und Todeswolkenpfeile. Was haben wir hier noch? Ah, hier gibt es ganz viel. Dreifachschuss, mhm. Bogenexperte, führen Sie eine Bogenexekution auf kurze Distanz auf und verbessern Sie die Chance, Spezialpfeile von Feinden zu erbeuten. Drücken Sie Y, um bewegungsunfähige Feinde den Rest zu geben. Okay, Pistolenexperte und dann nochmal Gewehrexperte. Und was gibt's hier? Herz aus Stein. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch feindliche Beschuss und Nahkampfangriffe. Der Effekt verstärkt sich mit der Dickaudi-Fähigkeit. Das ist cool. Adrenalin. Erleiden Sie kurz nach dem Erfolg den lautlosen Kill kurz. Keinen Schaden durch Feinde. Geräuschloser Killer. Erlegen Sie Gegner geräuschlos, ohne Feinde in der Nähe zu animieren. Echt? Starke Medizin.
Das ist ja krass. Geräuschloser Killer ist auf jeden Fall so mein stealthiger Wegtyp, bla. Ihr wisst Bescheid. Gut, ich möchte erstmal nochmal da oben gucken, ob wir da vielleicht irgendwie noch so eine Zielscheibe sehen. Wenn nein, dann geht's direkt weiter. Wenn ja, dann geht's auch sehr schnell weiter, weil wir das Ding halt nur kurz anballern müssen. Und es ist gut. Aber ich sehe auf den ersten Blick jetzt nichts und ich möchte mich jetzt auch nicht so lange hier aufhalten. Hier hat man ja direkt eine gesehen. Die fallen auch recht gut ins Blickfeld, muss man sagen. Da geht's auch weiter, aber da brauchen wir dann wahrscheinlich wieder eine Waffe oder Sprengladung. Genau, Sprengladung, die wir mobil haben, haben wir immer noch nicht. Sobald wir die haben, wird es den ersten Schatzjägerpart geben. Oder ein bisschen danach, je nachdem, wie es halt reinpasst gerade. Aber ich glaube, dann können wir in den ersten beiden Gebieten tatsächlich 100% erreichen. Und das ist ja der Ziel von einem solchen Part. Gut, folgen wir erstmal der Hauptstory und erledigen ab... Oh, ab zu das Herausforderungsgrab können wir ja auch schon. Aber, plüpp, einfach runtergejumpt. So, gar kein Problem. Ein bisschen geleckt hat's. Ist da noch ein... Ist das so ein Dingen? Oder was ist das? Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, na klar, also die Vorbereitung, auf jeden Fall sind wir da am Start, aber wir müssen halt... Oh, 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 Gif! Und? Yeah! Repetiergewehr! Wir müssen halt jetzt erstmal die Hirche finden und ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Können wir das nicht öffnen hier? Nee, gut. Können wir sonst noch was... Oh ja, Pfeile. Oh ja. Thanks. Da ist ein Dingens, aber hier sieht es auch nicht so aus, als wären hier Hirsche unterwegs. Obwohl. Warte, geht mit da drüben? Ah, da ist was. Dann wollen wir da mal eben... Ah ja, da kommen wir gar nicht hoch. Wir kommen hier runter. Okay. Oh. Sieht nicht so aus, als wären die Hirsche unterwegs. Klimm 2015. Zack, weggeschnitzelt. Das war ein guter Schuss, oder? Das war, komm. Ist das ein Hirsch oder ist das ein Reh? Nee, das war's. Sehr gut. Cool. Dann bringen wir mal die Mission zurück. Ja, gut. Wenn man denn noch wüsste, wo die Mission war, wo bin ich denn runtergejumpt, sag mal? Ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, wo ich herkomme. Oh, da ist noch so ein Ding. Ja, das sieht aber auch geil aus hier. Holy shit. Warte mal, guck mal auf die Karte, bevor ich mich hier super verlaufe. Doch, da ist es ja, oder? Na, die Frage ist halt, wie zum Teufel kommen wir da wieder hoch? Ach, lol. Okay. Okay. Schon gut. So. Die erste Hälfte ist schon mal... Können wir... Wie... Was? Wo? Okay. Gipf. Aber wenn ich jetzt von hier aus nicht weiterkomme, ist das ja irgendwie witzlos, oder? Hä, wofür war denn... Sag mal... Komme ich von hier aus echt nirgendwo weiterhin? Ja, auf den Baum halt vielleicht, ne? Aber... Und dann komme ich hier hin und das hat mir jetzt genau was gebracht? Nicht so viel eigentlich, ne? Ich kann jetzt vielleicht wieder da hochgehen, aber... Ich muss ja... Oh, oh. Ich muss ja irgendwie da hoch. Ja, natürlich die blöden Penner auch schon wieder, ne? Weißt du, die können nicht mal 5 Minuten ihre Fresse halten. Ey, wenn das jetzt echt so time-mäßig ist, dass man sich hier beeilen muss, aber ich sehe nichts von einem Countdown oder so, von daher hoffe ich einfach mal das Beste. Ich versuche mal hier hochzukommen, das sieht mir wirklich nach Hochgehen aus. Sind wir nicht auch hierher? Ich weiß es nicht mehr, Leute, wirklich nicht. Aber lasst doch erstmal den Leuten, die ihr helfen, so ein paar Nebenmissionen machen. Hallo! Haben Sie den Nachschub, den wir brauchen? Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Alles klar. Ressourcen in den Korb. Zack. Bringen Sie Ressourcen zum zweiten Turm. Wo ist der? Das ist noch ein bisschen doof. Zum Seeufer, warte mal. Nee.
Das leuchtet ja immer so grün auf, so, weißt du? Aber ich sehe halt nicht, wo es gerade grün. Wo ist es grün? Es wäre halt cool, wenn man das so setzen könnte, wie die anderen Markierungen. Was ist das denn da? Ah, da sieht so aus, als könnte man da raus oder so? Keine Ahnung. Was ist das? Achso, das ist so ein... Alter, ich stehe die ganze Zeit neben dir. Das ist der obere Turm und dann gibt es hier irgendwie einen unteren Turm oder was? Oh, Karte. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Oh, wie. Das hört sich ja alles nicht so geil an. Fluss aufwärts, Fluss abwärts. Also er spricht ja klar und deutlich vom unteren Turm. Gucken wir mal hier so nach. Wir wollen ja Türme reparieren. Das ist ja... Ja, ist ja okay. Das ist der obere Turm. Das sind halt so solche Türme. Kann man den Turm von da aus sehen? Das wäre zumindest gutes Missionsdesign. Schauen wir mal nach. Das da könnte durchaus der untere Turm sein, da. Aber. Ansonsten sieht hier halt nicht so krass nach Turm aus, ne? Machen wir wieder hier den Quick and Dirty Way quasi. Ist das der untere Turm? Ich glaube nicht. Ja, ich weiß doch, dass hier... Gott, Dangerl, aber... Ah, hallo. Doch nicht hallo. Wo ist hier ein unterer Turm? Also hier irgendwo, da ist wahrscheinlich unser... Genau. Hier so? Ach, ich weiß auch nicht. Das ist kein Turm. Steht da irgendwo ein Turm? Ja, da ist halt so ein Turm. Ich geh mal weiter. Vielleicht ist der Turm ja auch irgendwo hier hinten. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Ich grüße Sie. Nice. Oh, hallo. Hallo. Guten Tag. Ich muss hier so einen Turm finden. Kennt ihr da was? Nein? Aber das ist tatsächlich eine gute Ansprache gewesen. Jetzt nicht so crank, aber na, okay. Neues Basislager entdeckt. Juhu. Lara quatscht schon wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde. Trinitys Anwesenheit. Die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihnen zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es nicht deine Schuld ist, Frau Croft. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist bald über das Tal verstreut. Wenn sie das Signalfeuer entzünden, wissen sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden sie wissen, was zu tun ist. Ist das der Turm? Nee, da muss ich hin. Wo ist denn der kack andere Turm, zu dem ich muss? Man sieht hier... Ah, das ist der Turm, oder? Komm, das sieht doch jetzt wirklich nach Turm aus. Zumindest, er hat gesagt am Flussufer, er hat auch gesagt am... Gut, das ist jetzt halt ein sehr großer Fluss dann anscheinend. Er hat gesagt am Flussufer oder hat er am Seeufer gesagt. Und das sieht so aus wie so ein Turm von da oben, der. Deswegen werde ich jetzt da einfach mal auf gut Glück hinlaufen und hoffen... Hallo. Tschö. Aua. Okay, hier können wir rüber, wenn wir einfach auf dem Baumstamm so ein bisschen balancieren. Zack, wir sind ein Frosch. Quark. Das hat überraschend gut geklappt. Okay. Hey, es sieht so geil aus hier, ne? Ohne Spaß. Es sieht so, so gut aus. Also vielleicht nicht die Grafik, aber die Stimmung allgemein ist wirklich, wirklich gut. Optionale Mission hier. Verfügbar. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Ja, na klar. Alter, was ist das denn? Das ist so ein Drohnen-Ding. Ja, warte gleich. Ich muss erstmal zum Tower. Ja, genau das grüne Ding habe ich gesucht. Baller die Ressourcen mal da rein. Yeah. Ressourcen zum zweiten Turm gebracht. Kehren Sie zum Wachturm. Oh Gott. Muss ich jetzt... okay. Können wir zwei Missionen gleichzeitig annehmen? Ich glaube, das funktioniert, oder? Dann nehmen wir mal ganz kurz deine Mission. Ich will diese Dinger nicht unkontrolliert im Tal haben. Eine Karte. Ist hier sonst noch irgendwas von Wert? Ein Köcher. Und noch ein Köcher. Und ein Schrank, den wir nicht öffnen können. Okay. So, da ist noch eine Karte drin. Das ist so geil, dass man halt so... warte. Okay, doch nicht warte. Und wieder was zu lesen. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Also das hier, was ist, ist ja überhaupt nicht mehr die Frage. Sprachen ist Griechisch der Stufe 5, yeah. Okay. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ja, na klar. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Pam! Das war eine geile Nebenmission. Die hört man auch so gut. So, wir sehen wahrscheinlich wieder nichts mit dem grünen Oschid-Gedöns. Also da nebenquestmäßig hätten die schon, keine Ahnung, eine grüne Säule machen sollen oder sowas. Obwohl, man beschwert sich immer, dass Spiele so einfach werden und jetzt beschwere ich mich wieder, dass die zu schwierig sind. Weil, dabei ist es gar nicht schwierig, dabei ist es einfach nur so ein bisschen... Was ist hier denn? Oh Gott! Nope. Okay. Ich sehe hier einen Kütter anscheinend nicht. Können wir den wegnatzen? Wo ist er denn? Ich will hier möglichst safe rangehen. Vor allem sehe ich den nicht mal mehr. Hallo? Oh oh. Nop. Hä? Wo ist der Sack denn? Ich sehe den nicht. Okay, was ist denn, wenn wir wieder diesen Weg hier gehen? Also es wäre schon mal gut, wenn man ihn einfach sehen würde. Da ist eine Drohne.
Kapau. Aber der Tiger chillt hier halt immer noch irgendwo rum, ne? Aber wo? Okay, okay, nope. Au, nope. Warte, Mieze! Okay. Man sieht die Kakatze halt nicht, ne? Okay, wir mischen Yolo-Swaggo hier rein. Okay, in die Fresse geschossen. Okay, der ist auf jeden Fall sehr aggro, wenn man ihn mit Gift abschießt. Hallo. Was geht ab? Okay, kann ich die... So, Gift ist irgendwie mit meiner... Oh Gott. Schnell raus aus dem Gift. Holy crap, das Gift ist mega OP. Okay, auch gegen mich. Was vielleicht nicht so gut ist. Okay, keine Ahnung, mit so einem Gewehr werden wir doch schnell legen können, oder? Hallo, Tiger. Warum steht hier ein... Okay. Da ist er. Aua. Und jetzt haut er wieder ab. Hau nicht ab, du Sack! Hallo, ich bin in deinem Gebiet. Okay. Und... Ballerina! Sag mal, geh nicht wieder zurück. Laden wir erstmal nach. Klick, klack. Sag mal, Tiger. Ist das überhaupt ein Tiger? Ich weiß es nicht. Wenn nein, dann... Ups. Sag mal, du hältst... Wie viel Schüsse Face hältst du aus? Du bist immer noch am Leben. Also viel kannst du wirklich nicht mehr aushalten. Du hast fast ein ganzes Magazin ins Gesicht geballert. Okay. Psst. Ranpirschen. Okay. Da kommt er. Yeah. Nicht hier. Na also. Da ist er down. Spiel? Okay, krass. Hatte ich so auch noch nicht. Tomb Raider ist mir gerade komplett abgeschissen. Ich hoffe, ich denke dran, euren Sound leiser zu machen, sobald... Naja, sobald das passiert. Ich gucke gerade mal, ob ich die Ressourcen davon bekommen habe. Ich glaube nämlich nicht. Nee. Wir haben tatsächlich... Oder Chromiten... Nee, wir haben das Fell von dem... Oder? Doch. Doch, exotisches Fell. Nice. Haben wir sogar bekommen. Cool. Okay, ich dachte, jetzt habt fest damit gerechnet, dass wir das Tigerfell nicht bekommen haben. Ja gut, dann ist nur Tomb Raider mal kurz abgeschissen. Habe ich noch nie so erlebt. Tatsächlich, krass. Okay. Dann wollen wir mal hier drüben hinspringen. Der Part ist aber auch schon gleich vorbei, habe ich auch gesehen. Und hier mal den Krams einsammeln. Was hängt da denn rum? Ach so, das ist so eine Kaninchenfalle oder was? Alles klar, dann machen wir mal hier so, zack. Ah, Herausforderung. Schneiden Sie alle Kaninchen los. Ja, okay. Kann man mal als Herausforderung machen, oder? Mal gucken wir erstmal, ob hier noch ein Kaninchen ist. Dann haben wir schon mal... Ja, das hat geklappt. Dann haben wir schon mal ein Kaninchen losgemacht. Krass. Cool, was sie sich alles an Herausforderungen haben einfallen lassen für den zweiten Teil. Ja, eigentlich nicht zweiter Teil, aber mittlerweile wisst ihr, dass ich den zweiten Teil nach dem Reboot meine. Das da oben sieht immer noch so krass aus. Diese Kathedrale da, bla. Was auch immer das ist, da werden wir bestimmt... Hallo? Werden wir bestimmt irgendwann mal hingehen. Ich würde so gerne hier alles erkunden auch. Mache ich ja auch im Prinzip gerade. Na, ab und zu mal... Ah, guck mal da. Da ist noch so eine Drohne. Zack. Sag mal. Pam. So, eine Drohne fliegt da noch. Die haben wir eben schon gesehen gerade. Die hängt irgendwo da hinten rum. Ah ja, da ist er. Und zack. Kapau. Gut, dann geben wir eben die Quest ab. Lalalalalalala. Gut. Dann haben wir diese Quest ebenfalls erledigt. Cool, das ging recht flott. Recht flott und schnell, wollte ich gerade zusammen sagen. Das funktioniert hingegen. Upsala, nicht so gut. Ich dachte, ich krieg das Vieh noch.
Wo möchtest du denn hin? Und ich habe schon wieder vergessen, wie viele Kaninchen es gibt. Ich glaube, es gibt 6 oder so, die wir losschneiden müssen wieder. Gut, gehen wir erstmal die Quest ab. Bei dieser ollen Trulla. Hallo, Trulla. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben sie. Vielleicht schicken sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Na klar. Alter Hornbogen. Ja, wir behalten uns so einen Compound-Bogen. In jeder Waffenkategorie sind verschiedene Waffen verfügbar. Jede Waffe hat einzelne Vor- und Nachteile sowie ein eigenes Aussehen. Manche verfügen sogar über exklusive Upgrade-Optionen. Alternative Waffen können in Basislage über das Waffenmenü eingesehen werden. Okay. Verhinderte Überwachung. Ja, das haben wir gut verhindert. So, ich möchte auf jeden Fall gleich die Signalfeuer entzünden. Schweiners. Oh, die hauen ab. Würdest du bitte... Warum zieht die ihre Waffe nicht? Holy shit. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Aha. Bist du so OP, ja? Zack. Und... Na, verdammt. Na gut, dann looten wir erstmal die beiden Schweine. Gucken wir überhaupt, was wir von denen bekommen. Einfach normales Leder, schätze ich, oder? Oder kriegen wir Wildschwein von denen? Ah, tatsächlich Wildschwein. Cool. Und 2 normales Leder, was auch sehr, sehr cool ist und nützlich. Eine Höhle, da wollen wir natürlich jetzt mal... Ich wollte diese Taste drücken. Wollen wir natürlich mal reinschauen, gucken, was da abgeht. Pilze können wir auch sehr gut gebrauchen, wir haben keine mehr. Optionales Herausforderungsgrab, Mensch. Gehen wir erstmal links lang. Ja, die brauchen wir ja nicht. Oh, Pilze. Und da... Ne, da spawnen dann wahrscheinlich, da kommen wir nicht lang. So war das. Irgendwie so. Liegt hier irgendwas? Ne, nur Erz. Das ist halt so eine kleine Bluthöhle, so zum Pilze und so. Aber ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Rise of the Tomb Raider. Und dann schauen wir mal, was passiert.